Erdogan-Gegner nach Wahlsieg gestorben. Das sind die Top-News des Tages. Schwerer Sturm in Österreich forderte bereits 2 Todesopfer. Ein Ehepaar war auf der L404 am Ostermontag mit dem Auto unterwegs. Plötzlich fiel ein neben der Fahrbahn stehender Baum wegen des starken Windes um und prallte auf den PKW der beiden. Die Esche stürzte direkt auf die Windschutzscheibe und kostete beiden Menschen ihr Leben. Der Notarzt konnte nicht mehr helfen und nur den Tod des Paares feststellen. Adidas ändert EM-Design der Deutschen. Der DFB hat nach Kritik am Design der Trikots reagiert und Nachbesserungen angekündigt. Die Nummer 4 hat nämlich an eine Rune erinnert, die der Nummer 44 ähnelte, den verbotenen Runen der SS aus der NS-Zeit. Die Nummer 44 wurde von keinem Spieler besetzt, allerdings konnte man personalisierte Trikots mit der Nummer online bestellen. Adidas sperrte jetzt die Zahl für den Online-Kauf und gestaltet das Design neu. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei konnte die Opposition jubeln. In der Stadt Denizli gewann der Bürgermeisterkandidat der CHP, Kadir Tatik, und wollte mit seinen Parteikollegen am Balkon der Parteizentrale feiern. Unter anderem war auch Erdogan-Gegner Mehmet Palas bei den Feierlichkeiten dabei. Plötzlich gab das Mauerwerk nach und der Balkon stürzte in die Tiefe. Palas erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und erlag trotz aller Bemühungen seinen Verletzungen. Insgesamt wurden 8 Menschen verletzt, 3 davon schwer. Mehr Infos findest du über den Link in der Bio.